Nein. Ich gebe dir bestimmt nicht 2/3 meiner Schatzkammer. Du bist ja wohl nicht ganz dicht. Der Kreml wurde übrigens fertiggestellt. Schön. Was macht der Kreml? Hat doch bestimmt irgendwas mit Spionage zu tun. Super. Das ist jetzt alles nur Beförderung. Ich wollte eigentlich was ganz anderes wissen. Ich kann jetzt ernsthaft nicht in die Dings gucken. Was ist das denn für ein Mist? Das ist ja blöd. Ja gut, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Dann halt nicht. Ich wollte jetzt halt gucken, was der Kreml kann, aber ich darf nicht gucken. Ich darf nicht gucken. Ah, jetzt. Wunder. Wo haben wir denn den Kreml? Da ist er. Kreml plus 2, großer Spion. Kosten für beschleunigte Produktion. Oh ja. Also wäre es ein gutes Weltwunder gewesen. Erfordert Kommunismus. Ja, und den haben wir ironischerweise nicht. Tja. Ist aber auch ein neues Weltwunder. Also man merkt schon, zwischen 3 und 4 sind sehr viele neue Weltwunder dazugekommen. Mine wird zerstört, garantiert nicht. Wiederaufbau. Mensch, was sitzt ihr ja voll feuchtfröhlich da im Hin- und Herwechseln? Das ist ja schrecklich. Wilhelm Schickard, großer Ingenieur. Fernland, ja, ja. Ich lese immer Fernland. Ich finde das total bescheuert. Eigentlich könnten die auch genauso gut sagen, ja, wurde dem den Reich geboren. Fertig. Aber nein, Fernland. Wir haben ja sämtliche Zivilisationen schon entdeckt. Von daher macht das jetzt keinen so großen Unterschied mehr. Ja, das ist jetzt eigentlich nur noch ein Gewarte bis zum Weltraumrennen, ehrlich gesagt. Spyro und... Ah ja. Zwei Spione haben wir abgefangen. Ja, ist doch in Ordnung. Solange die Spionageabwehr funktioniert, ist das gut. Ihr könnt es auch nicht lassen, ne? Oh, Mädel, nerv nicht. Moment. Ihr wollt die Universität von... Oh ja. Die haben eine bessere Produktion als Dings. Okay. Baut mal das erstmal. Wasserschutzwall. Ist das ein... Moment, ist das ein nationales Wunder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, ist eine Modernisierung. Können wir das kaufen? Könnten wir. Mache ich einfach mal. Kaufen wir mal. Ich wollte das gerne in Mount City bauen, die Universität von Oxford. Aber wenn die eine bessere Produktion haben, wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht da bauen würde. Ja, dann baut sie, Universität von Oxford. Hatschepsut wechselt auf das Kastensystem. Mhm. Also dieses Hin- und Hergewechsel verstehe ich bei denen irgendwie nicht so wirklich. Vor allem, weil ja jedes Mal eine Anarchiephase stattfindet währenddessen. So eigentlich schwachsinnig, oder nicht? Das wirft die doch zurück. Eigentlich. Oder irre ich mich da jetzt? Ja, Genghis Khan. Nein. Dass ihr alle so scharf auf meine Kohle seid, ist mir schon klar. Aber trotzdem kriegt ihr die nicht. Vorher gebe ich die selber aus. Außerdem, du hast selber ordentlich Kohle, ne? Also stell dich mal nicht so an, Freundchen. Ich glaube, wir sollten dringend mal unser Militär modernisieren. Die werden mir langsam ein bisschen zu frech. Langsam wird das wirklich ein bisschen zu dreist. $440 kostet uns das. Gut, dann sind wir zwar nicht mehr so wohlhabend wie jetzt die ganze Zeit, aber das macht nichts. Weil es geht mir langsam echt auf den Sack, dass sie da ständig meinen Forderungen ohne Ende stellen zu müssen. Dann sind wir halt nicht mehr die Reichsten, ist doch egal.
Hauptsache, unser Militär steht einigermaßen gut da. Weil ich sag mal so, irgendwann werden sie die Schnauze voll haben, wenn sie die ganze Zeit nach Geld fordern, und dann werden sie ernst machen. Und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen sollten wir unser Militär dann lieber doch mal ein bisschen modernisieren. Damit sie sich im Notfalls dann doch irgendwie verteidigen können. Jetzt wird die Nase schon wieder frei. Also es ist echt merkwürdig. Aber ich freue mich, dass die Nase frei wird. So ist es nicht. Ach, jetzt will sie mehr Geld geben gegen die Verfassung. Ja gut, das ist okay. Verstehe einer das Spiel? Ich verstehe es nicht. Es ist echt komisch. Erst fordert die ordentlich. Jetzt auf einmal geben sie mir Kohle, weil... Weiß ich nicht. Also irgendwie... Ja, wir haben jetzt Schützen. Wow. Wahnsinn. Hm. 320, ja, es wird schon günstiger, siehst du? Zack. Steht unser Militär mal ein bisschen besser da, ist auch mal gut. Und Mount City baut auch noch mal ein bisschen Militär. Oh Gott, ein Krieger noch. Oh, Leute, macht euch nicht lächerlich. 509. Ach so, je weiter die entfernt sind, desto... Ah ja, okay. Alles klar. Ja, ist ja noch logisch, ne? Je weiter die weg sind, desto teurer ist die Modernisierung. Logisch. Sicherheitsdienst. Hm, ja, ruhig mal eine Kaserne, das ist okay. Ich glaube, in C5 ist das Prinzip, was die Modernisierung angeht, genau umgekehrt. Ich glaube, da werden die Einheiten umso günstiger, je älter die sind. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Angabe ist ohne Gewehr. Nur mit Schrotflinte. Ihr kennt das ja. Kann auch Schwachsinn sein, was ich erzähle. Ach, guck mal an. Der Malinese fordert am forscht am Faschismus. So, so. Mensch, Hatschepsut, du scheinst ja echt kräftig hinterher zu hinken, wa? Gold und Weizen. In Ordnung. Bestätigt. Hier Einsatzfahrzeug. Ja. Ein uralter Insider. Ja, was heißt uralt? Ein alter Insider. Der forscht am Faschismus. Eisen gegen Weihrauch? Ja, wieso nicht? Ja, kratze ich mal erstmal am Bart. Das ist in Ordnung. Kenne ich auch das Problem. Müsste meinen eigentlich auch mal wieder rasieren. Es wird mal wieder Zeit. Ich weiß, das ist jetzt für euch total wichtig, aber wenn wir schon Schluck auf und Erkältung und sonst was haben, ne? Erste Schützeneinheit, ja. Hier, erste Schießpulvereinheit. Nee, ist klar. Ja, mach mal ruhig weiter. Ist okay. Jetzt haben wir auch gleich die Medizin nächste Runde, das ist gut. Aha. Krankenhaus soll von einem Engel gesegnet worden sein. Ah ja. Beda hat sein Lebenswerk vollbracht, die mächtigsten Zivilisationen der Welt. Wir sind vorletzt. Oh, scheiße. Ohne Gold. Dann leck mich. Was Krankheiten betrifft, so hat man zwei Möglichkeiten. Zu heilen oder wenigstens nicht zu schaden. Krankenhaus plus 3 Gesundheit.
Der Spruch ist übrigens von Hippokrates. Umweltschutz, größere Gesundheit in allen Städten, ja. Nahegelegene Wälder und Dschungel steigern die Zufriedenheit. Jo, mach mal. Ist okay. Physik zeigt Uran. Oh Gott. Ermöglicht Verteidigungsbündnisse. Fließband. Ach, deswegen. Fabrik, Kohlekraftwerk, Pentagon. Ja, holen wir. Krankenhaus. In der expandierenden Zivilisation Indianisches Reich leben jetzt 10 Millionen Einwohner, ein Achtel von Deutschland. Wahnsinn. Glückwunsch, Sie verfügen jetzt über das Wissen, um die Kapitalgesellschaft Sitsushi und Co. zu gründen. Großer Händler. Die Zugang zum Bonuscode Krabbe oder Muschel oder Fisch oder Reis hat. Schön immer mit oder. Warum habt ihr da nicht einfach ein Komma gesetzt? Wäre doch viel einfacher gewesen. Aber naja, gut, okay. Ach, ich freue mich schon drauf, mit euch Civ 5 zu spielen, sage ich ganz ehrlich. Nein, Gandhi, aber vielleicht hast du eine schöne Technologie für uns. Nee, das kriegst du bestimmt nicht. Das auch nicht. Scheiße. Ich hab nichts Gutes. Nein. Arminius, großer General. Ist das ein römischer General? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gleich hinter eurer Grenze ereignet sich eine Tragödie. Das russische Reich kämpft darum, die Versorgung der hungerleidenden Bevölkerung von Novgorod zu sichern. Ohne Nahrung werden viele Menschen sterben. Sollen die Bürger von Spyro ihnen helfen? Machen wir das so hier. Öffnet die städtische Kornspeicher und schickt die Hälfte der Lagerbestände an unsere gebeutelten Nachbarn. Nahrungsvorräte ins Büro minus 50% ist okay. Verbesserung der Beziehung mit Stalin um 1. Ist okay. Ist quasi so der Mittelweg, weil Gold gebe ich ihm bestimmt nicht. Auch wenn es nur 14 sind, aber nee. Ein Feuer hat das Theater der Stadt Madrid zerstört. Ach, guck an. Super. Toll. Genau das, was ich nicht wollte. Klasse. Idiot. Super. Musste das jetzt sein? Nö. Er ist doch scheiße, ehrlich. Kann man bloß so kriegsgeil sein? Sagt der Richtige, weißt du, der alle in Ziff 5 platt macht. Oh, das ist doch Kacke, Ellie. Was soll denn das? Das tut doch nun echt nicht nötig. Was soll denn das? Super. Was soll das jetzt? Wieso erklärt der Penner mir jetzt den Krieg? Ich hab denen nichts getan. Klasse, echt. Also man merkt schon, mit friedlicher Politik kommst du hier nicht weit. Weil es ist immer irgendein Spinner dabei, der letztendlich doch den Kriegszustand verhängt. Super. Echt klasse. Wenn ich Pech habe, klaut er mir meine Stadt. Dann mache ich auch aus. Sage ich euch ganz ehrlich. Dann mache ich aus. Dann ist mir das scheißegal. Dann ist das Projekt für mich beendet. Sage ich ganz ehrlich. Da habe ich keinen Bock drauf. Echt nicht. Weil wenn er meint, das Bescheißen anfangen zu müssen, sofort eine Stadt von mir erobern kann. Na, meine ich ja wohl. Nein. Also das wäre ja echt noch schöner, wenn er das echt schafft, eine Stadt von mir zu erobern. Aber er versucht es. Er versucht es echt. Das ist eine Misssau. Der versucht echt, mir meine Stadt zu klauen, ne? Ich glaub's ja wohl nicht.
Was für eine Mistfolge, echt unfassbar. Also merken, Lars, die Städte in der Nähe der Grenze sichern. Auf jeden Fall. Jo, ich glaube, wir können gleich ausmachen. Ich glaube, das Projekt kann ich, glaube ich, abbrechen, so wie es aussieht. Alter, du spinnst ja wohl. Der spinnt ja total. Der dreht ja jetzt total am Rad, Genghis Khan. Der spinnt ja wohl. Oh, super. Und alle verlegen kann ich auch nicht. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist doch kacke, ey, echt. Das ist richtig kacke jetzt. Richtig scheiße ist das. Aber sage ich euch ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Dann werde ich das Spiel sonst als verloren. Und dann ist gut. Weil da habe ich wirklich keine Lust drauf. Das muss ich nicht haben. Wirklich nicht. Weil Kriegsführung hier ist beschissen. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde die Kriegsführung von Civ 5 wesentlich besser. Muss ich echt sagen, finde ich den scheiße. Dass wir uns einfach den Krieg erklären müssen. Finde ich nicht gut. Eieieiei. Hoffentlich können wir das irgendwie retten. Der hat doch total den Arsch offen, ne? Der spinnt ja wohl. Da tritt er einfach einen Krieg los. Glaube ich ja wohl nicht. Der spinnt ja wohl. Fängt da einfach einen Krieg an. Das hier. Stärke. Ja, ihr seid leider alle angeschlagen. Zieht euch zurück. Heilt euch. Alter, Genghis Khan, ey, du hast doch echt den Schuss nicht gehört, ne? Du hast ihn echt nicht gehört. Jo. Schön. Sind wir mal derjenige, der angegriffen werden? Ist auch mal schön. Oder auch nicht. Das hatten wir in Civ 3, glaube ich, auch. Ja, das hatten wir in Civ 3 tatsächlich auch. Da sind wir auch angegriffen worden. Da hat dann unser Gegner so hart auf die Fresse gekriegt, dass wir sogar noch einen Gegenangriff einleiten konnten. Stimmt. Und das waren, glaube ich, sogar zwei Völker. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Oh ja, er zerstört meine Verteidigung. Warum darf er eigentlich jede Runde? Warum darf er jede Runde und ich nicht? Das wäre ja sehr interessant. Aber kennen wir ja schon. KI-Vorteil und so. So, das war dein Tribog. Glücklicherweise sind die ja nicht so stark, die Tribogs. Sagt er und dann wird seine Truppe umgehauen. Eieiei. Also merken, Lars, unbedingt deine Verteidigung stärken. Unbedingt. Zwingend erforderlich. Wir haben einen Nachbarn, der durchdreht.
ziehe ich mal ganz schnell wieder zurück. Gut, dann weiß ich das auch. Schütze, Schütze, Zollamt. Ihr seid auf Forschung, das wird sich jetzt ändern. Ihr baut Schützen. Und zwar massenweise. Und Grenadiere. Also wenn der Gegner meint, mich ärgern zu müssen, das Spiel geht auch zu zweit, Freundchen. Ach, Gandhi ist hier auch in der Gegend unterwegs.